Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist Billy, Freunde? Der ist einfach nicht bei sich zu Hause. Oh Mann, ich wollte ihn gerade abholen. Wir wollten was zusammen spielen gehen, Leute. Aber irgendwie ist er nicht da. Naja, dann gehe ich einfach wieder zurück nach Hause und zock was an der PlayStation. Hä? Freunde, hört ihr das? Ich habe irgendwas gehört. Freunde, ich höre da irgendwas. Wer ist das? Warte mal. Ich kenne dieses Lachen. Ich kenne dieses Lachen. Das gehört einer ganz bestimmten Person. Ihr Name ist Billy. Billy, bist du hier? Wo bist du? Hm? Freunde, seht ihr ihn? Wenn ihr ihn seht, dann schreibt mir mal in die Kommentare, wo er ist, weil ich sehe ihn auf keinen Fall. Und das ist gar nicht gut, Leute, weil er lacht und das heißt nichts Gutes. Er ist hier irgendwo in der Nähe. Billy, was hast du hier schon wieder angestellt? Willst du mich pranken oder was? Ist der, Freunde? Ja, okay, naja, wie auch immer. Ich gehe jetzt nach Hause voll. Let's go! Alter! Wo bin ich nicht hier gelandet? In einer Pupsi-Höhle. Oh nein, das stinkt hier alles. Eklig, eklig. Ich muss hier schnell wieder raus. Wer war das? Hey, ich bin fast draufgegangen von dem TNT. Ja. Billy? Okay. Ist das dein... Mann, Billy, ist das dein Ernst? Oh Mann, du hast mir die Falle gestellt. Ey, wenn ich dich in die Finger kriege, ich komm wieder hoch, Alter. Billy, warte ab. Komm her, Junge, ich krieg dich. Ich muss mal meinen Pups essen. Ah, das stinkt, Billy. Oh nein, kein Pups, bitte, kein Pups. Oh nein, Freunde, das kann nicht sein. Billy, du bist so fies, komm her, Alter, ich krieg dich. Du kannst froh sein, dass nichts... Da, Billy, komm her, komm, ich krieg dich. Billy, bleib stehen. Oh Mann, warum ist er so schnell, Leute? Hat der trainiert? Billy, komm, jetzt hab ich dich. Billy, nicht sein Ernst. Der ist einfach abgehauen mit einer Elytra. Leute, das kriegt er zurück. Ganz ehrlich, das hat so gestunken in dieser Pupsi-Höhle. Was hat er sich dabei gedacht? Das ging zu weit, Leute. Das war ein Prank, der zu weit ging. Und deswegen werde ich jetzt auch zu weit gehen, Leute. Ich habe die perfekte Idee, wie ich ihn zurückpranken kann. Let's go, Leute. Lasst einen Like da und ein Abo. Jetzt wird's richtig ernst für Billy. Und das hier muss ich schnell wieder zubauen, Leute. Das geht nicht. Hier ist einfach ein Loch. So, Freunde. Ich habe mir jetzt mal ein paar Sachen geschnappt, die ich auf jeden Fall benutzen kann, um Billy richtig hops zu nehmen. Und Leute, vertraut mir. Damit wird Billy niemals rechnen. Schaut, was ich in der Hand habe. Oh ja. Ja, das sieht super gefährlich für ihn. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu seinem Haus. Mal schauen, ob der wieder zu Hause ist. Hier vorne lebt er ja, der kleine Billy. Hä? Warum ist hier vorne zugebaut? Einen Moment mal. Billy ist irgendwie nicht bei sich zu Hause. Wo ist er dann? Hä? Hier ist irgendwie zugebaut, Leute. Im Kühlschrank sind nur seine Kekse. Oh, die klaue ich ihm. Die klaue ich ihm, Leute. Das ist Karma. Und zack, 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 zack. Wenn er das sieht, Leute, der wird sich so aufregen. Let's go, Leute, wir klauen ihm alle seine Kekse. Junge, warum hat Billy nur Kekse sogar im Gefrierschrank? Wo ist seine Toilette hin? Ich habe das Gefühl, Billy lebt. Ist er aus dem Bunker City ausgezogen? Freunde, vielleicht haut der ab, vielleicht... Ey, Leute, der haut bestimmt ab, weil der Angst hat, dass ich ihm irgendwas jetzt antue, Leute. Deswegen ist er jetzt irgendwie ausgezogen aus seinem Haus. Weil, ja, natürlich tue ich ihm was an, Leute, wenn er so fies ist zu mir. Da vorne ist er. Mit einer Elytra also? Was hat er sich da erbaut, Freunde? Wow. Billy ist umgezogen aus dem Bunker City, weil der von mir Angst hat? Denkst du, du bist etwa da oben sicher? Auf keinen Fall, da komme ich ja locker hin. Leute, der hat da oben einfach so ein Haus gebaut. Aber das ist schon echt ein bisschen weit oben auf dem Berg. Denkt ihr, ich komme da hin, Leute? Ah, Ugly wird mich hier oben auf dem Berg niemals finden. Oh nein, der darf mich jetzt nicht sehen, Leute. Wie? Ich hab dich schon gefunden, Billy. Du bist nirgendwo sicher vor mir. Ich habe dich im Auge und ich werde dich im Auge behalten. Freunde, ich brauche eure Hilfe, ja? Wir müssen da irgendwie hochkommen, ohne dass Billy es bemerkt. Leute, lasst alles schnell ein Like da und ein Abo, damit ich auch eine Elytra bekomme und dort schnell hochfliegen kann. Weil sonst werde ich es auf keinen Fall schaffen bis dort ganz da oben. Da kann ich Billy richtig pranken mit meinen Sachen, die ich hier vorne habe. Let's go, Leute. Alle liken, abonnieren. Schnell, schnell, schnell. Liken, abonnieren in 3 Sekunden. 3, 2, 1 und 0. Let's go, Freunde. Wow, wie viele Likes habt ihr bitte da gelassen? Ey, das ist ja super nett, Freunde. Ich würde sagen, mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Vielleicht kriegen wir jetzt eine Elytra, wenn ihr nochmal alle liked. Und let's go, boom. Wow, Freunde, es hat funktioniert. Let's go. Schaut euch das mal an. Wir haben einfach eine Elytra bekommen und die ziehen wir natürlich direkt an. Boom, zack. Und jetzt können wir da hochfliegen. Und dann statten wir mal Billy einen Besuch ab. Was soll denn das Ganze, Leute, dass der sich ja oben versteckt? Dachte der, ich finde ihn doch nicht. Auf keinen Fall. Jetzt kriegst du deine Rache, Billy. Okay, wir gehen hier so entlang. Zack, auf das Pferd. Komm schon, Pferd nach oben. Freunde, es will...
Es funktioniert. Oh, okay, tut mir leid, Pferd. Pferd mag mich irgendwie nicht. Naja, Leute, ich muss hier außen rum so. Zack, warte mal, wie funktioniert das Ganze mit der Elytra? Wir müssen hoch, Freunde. Und. Alter, bin wohl dagegen geknallt. Okay, nochmal. Und. Boom! Wow! Wir fliegen so hoch. Ja. Ganz genau. Oh, nein. Wir sind zu tief. Wir müssen noch höher. Und wir haben nur noch zwei Raketen, Leute. Boom! Let's go. Wow! Und noch einer. Wow! Freunde, wie hoch sind wir? Okay, sehr gut. Jetzt landen wir oben drauf. Das ist sehr gut. Billy. Wo ist Billy, Freunde? Der ist irgendwo da unten. Der ist irgendwo im Haus. Und wir landen hier vorne. Und. Der Pixar? Warte mal, ich glaube, Billy sucht gerade seine Kekse. Ich habe meine Kekse zu Hause vergessen. Warte mal, zu Hause seine Kekse vergessen? Oh ja, das hat er, aber ich habe die ja alle geklaut. Schaut euch das an. Das war schon mein erster Racheplan, aber jetzt geht's erst nicht. Dann muss ich wohl wieder nach Hause. Oh Mann, Billy wird es niemals schaffen, seine Kekse zurückzuholen. Ich meine, die sind ja gar nicht mehr dort. Okay, zack. Jetzt schleiche ich mich hier vorne an. Warte mal, Billy kommt raus. Was macht er denn? Oh Mann, ich liebe Kekse. Hoffentlich sind sie doch alle da. Oh, wenn er wüsste. Okay, Freunde, das ist sehr gut. Solange Billy dort hinten ist, werde ich jetzt hier runterspringen und... Oh, aua. Okay, das mit der Elytra muss ich noch ein bisschen üben, Freunde. Das hat echt weh, Leute. Ich bin vor meinem Popo geknallt. Gute Idee, Freunde. Wir werden hier vorne das hier aufbauen und da werden wir uns einen geheimen Gang rein platzieren, Leute, im Felsen drin. Und Billy wird damit niemals rechnen. Freunde, das wird so krass funktionieren. Schaut euch das mal an, was ich hier habe. Wir müssen uns beeilen, bevor Billy zurückkommt. Haben wir hier irgendwo Platz? Ja, ich würde sagen, wir machen das einfach hier vorne in Billys Haus rein, oder? Ey, sollen wir einen Geheimgang in Billys Haus rein machen? Okay, das wäre ein bisschen zu krass. Wir machen das hier daneben, okay, Leute? Guck mal, genau hier vorne. Und 3, 2, 1, let's go! Wow, seht ihr das? Wir haben ihn platziert. Das hier vorne ist ein geheimer Gang. Das sieht aus wie ganz normaler Stein, Leute. Oh, wo sind meine Kekse? Oh, nein, Billy rastet aus. Ich habe seine Kekse geklaut. Warte mal, ich habe eine Idee. Wer hat sie geklaut? Oh, nein. Warte mal, ich tue ihm die hier vorne in die Kiste. So, zack. Damit er sich erstmal beruhigt. Und dann denkt er, dass er die Kekse hier, dass er die einfach vergessen hat hier vorne. Und er schnell hier weg, bevor Billy ausrastet. Weil wenn seine Kekse geklaut werden, Leute, dann rastet er richtig aus. Und dann er kommt wieder, Freunde. Da vorne ist er. Irgendjemand muss ja meine Kekse geklaut haben. Bestimmt das Pferd. Komm her. Wow, jetzt beschuldigt er das Pferd und tut dem Pferd was Böses. Alter, Leute, er tut einfach dem Pferd Schaden, Mann. Warte mal, der tötet das Pferd in Minecraft, Leute. Wie schrecklich ist Billy bitte sehr. Ey, da ist so viel. Du hast es nicht. Dann hat das bestimmt Ukri, Luke oder Simlaki geklaut. Weil Nelly kann es nicht gewesen sein. Sie ist meine Freundin. Warte mal, seit wann ist Nelly Billys Freundin? Also, ihr wisst schon. Wie Billy das meint. Oh Mann, ich wollte eigentlich meine Kekse mit dir teilen. Aber jetzt sind sie weg. Oh Mann, wer das auch immer war. Ich wollte mein Schwert holen und alles zerstören und dich auch zerstören, worüber du bist. Oh nein, Billy kommt, der holt sich ein Schwert. Er meint, er will den zerstören, wer auch immer seine Kekse geklaut hat. Alter, aber zum Glück, Leute. Zack, landen. Wo ist Billy? Let's go. So, jetzt reicht mir komplett. Mein Schwert muss ich jetzt erstmal rausholen. Freunde, aber zum Glück haben wir seine Kekse dort reingetan. Welcher Kiste war es doch mal? Hä? Billy denkt, er ist verrückt geworden, weil seine Kekse sind jetzt in der Kiste. Hä? Warte mal, ich glaube, ich bild mir das ein. Meine Kekse! Oh ja, Leute. Okay, Freunde, und jetzt machen wir hier vorne, bevor Billy hier wieder rauskommt, müssen wir ganz schnell hier rein, Leute. Wir öffnen hier den Geheimgang in unserem Felsen. So, Leute, let's go. Und jetzt brauchen wir eine Spitzhacke oder sowas, damit wir hier runtergraben können. Billy, komm, wir müssen hier schnell runter, Leute. Schnell. Lass ein Like da und Abo nochmal. Let's go. Oh, genau das habe ich gebraucht. Admin-Werkzeug. Leute, das benutzen wir. Wir müssen ganz schnell in Kreativmodus. Und 3, 2, 1. Oh, so. Sehr gut. Mit dem Werkzeug können wir immer für eine Minute in Kreativmodus. Das nutzen wir jetzt aus, Leute. Wir gehen jetzt hier runter, bauen das hier einmal alles auf und bauen uns einen Geheimgang. Und wir müssen natürlich hier vorne die Tür schließen, bevor Billy kommt. Bin da irgendwas gehört? Oh nein. Billy ist da. Wir müssen das hier ganz schnell schließen, Leute. Und bumm. So, zack. Oh, so.
Freunde, die Tür wurde geschlossen. Okay, jetzt ganz leise hier den Geheimgang reinbauen. Hier war doch irgendjemand draußen gerade. Da war das der Mukri. Wer auch immer hier ist, ich werde dich erledigen. Oh nein, Billy ist dort oben, Leute. Billy ist dort oben. Zum Glück hat er es nicht gesehen. Das war super, super knapp, Leute. Und es wird heute noch richtig spannend, denn wir werden hier den Geheimgang in sein Haus reinbauen und dann ihm alle seine Sachen stehlen. Das wird super lustig. Wir werden ihn damit richtig pranken. Mit unserem geheimen Gang hier in unserem Felsen. So, und der ist einfach unmöglich zu finden, weil das ist so gut getarnt. So, wo geht denn jetzt Billy hin? Das ist die Frage, Leute. Oh, wir sind genau unter seinem Haus. Das ist richtig OP. Nein, Freunde, wir haben jetzt einfach nur noch den Survival-Modus. Wie gesagt, wir haben immer nur eine Minute den Kreativmodus, aber dafür haben wir hier eine Spitzhacke bekommen. Und damit können wir jetzt hier ein Loch reinbauen. Wir brauchen eine Treppe oder sowas, Leute, das wäre sehr gut. Oder eine Leiter zumindest. Und den Kreativmodus eigentlich wieder, Leute. Umso mehr Likes ihr da lässt, umso länger kriegen wir den Kreativmodus. Warte mal, sind wir hier in Billys Haus drin? Einen Moment mal. Okay, Leute, das kann jetzt richtig spannend werden. Gehen wir jetzt mal hier hoch. Oh ja, wir sind in Billys Haus drin, aber warte mal, wir bauen das schnell wieder zu, bevor er reinkommt, Leute. So, ja, zack, 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 zack. Ich hoffe, er hat nichts gemerkt, Leute. So, wir bauen das hier wieder ab. Was? Und rein. Was macht Billy denn jetzt? Hey, was hat er vor? Ich weiß gar nicht. So. Ich werde jetzt gleich zu Ukri gehen. Hey, warte mal, warum will er zu mir gehen? Habt ihr das gehört, Leute? Ey, der will irgendwie zu mir gehen. Ich werde schauen, was er so macht. Vielleicht prank ich ihn ja nochmal. Was, er will mich nochmal pranken? Ey, wie fies ist der denn? Der kann mich auch nicht in Ruhe lassen, oder? Aber keine Sorge, Leute, ich bin als Erster hier am Pranken, okay? Also Billy will mich auf keinen Fall pranken. Mensch, dann prank ich Billy. Mal schauen, was hier... Oh, ich bin genau unter seiner Kiste. Warte mal, wir klauen ihm nochmal seine Kekse, Leute. Das wäre lustig. Warte mal, wir gehen hier hoch. Wo ist denn jetzt die Kiste mit den Keksen? So, zack, zack, zack. Da vorne! Ja! Die Kekse gehören mir, Leute. Die stapp ich mir wieder raus. Und wenn Billy jetzt nochmal die Kekse... Oh nein, ich glaube... Gerade meine Kekse ist aufgegangen. Oh nein, Leute. Ich glaube, er hat es gemerkt. Er hat es gemerkt. Wir müssen schon wieder zu... Leute, wo ist Billy? Wo ist Billy überhaupt? Seht ihr ihn? Und... Zack, oh nein, zack, zack. Schnell zu machen. Zack. Oh. Hä? Ist gerade... Egal. So, warte mal. Meine Kiste sollte ich geöffnet haben, glaube ich, oder? Nee, nein. Das habe ich wieder eingebettet. Einfach mal rein. Wir gehen wieder raus. Oh nein. Oh nein. Was? Was? Nein, wie können meine Kekse wieder weg sein? Haha, Billy rast komplett aus, weil seine Kekse die ganze Zeit wieder verschwinden. Er hat keine Ahnung, was hier abgeht. Hey, das ist so lustig, Leute. Das war... Stell du jetzt rein, wir kommen nicht. Ich fahre jetzt zu ihm. Oder eher gesagt, fliege zu ihm. So, Freunde, solange Billy zu mir fliegt, machen wir hier mal auf, Leute. Zack, wir verschwinden hier ganz schnell. Und jetzt gehen wir rein in sein Haus, Leute. Wir haben ihm seine Kekse komplett hops genommen. Schau mal, wir waren einfach gerade hier vorne unten und haben das gerade die Kekse da rausgeholt. Und die hat nichts. Ihm ist einfach nichts aufgefallen. Der denkt, hier ist ein Geist oder sowas in seinem Haus. Und es spukt bestimmt. Okay, Leute, jetzt können wir Billy weiter pranken. So, wir gehen jetzt mal schnell in sein Zimmer. Was hat er hier oben? Yo, Leute, er hat voll das coole Haus hier vorne. Einfach auf dem Berg drauf. Oh, warte mal, was ist hier in der Truhe? Sollen wir hier das klauen, was in der Truhe ist? Bin echt gespannt. Und zack. Leute, warum sind da Schleimbälle drin? Hä? Ist das etwa... Warte mal. Ist das seine Popel oder was? Ey, Billy popelt einfach in seine Kiste und... Das ist sowas von eklig, Leute. Bah, weg damit, das tue ich hier wieder rein. Das brauche ich auf keinen Fall. Billy ist so eklig, Leute. Wo ist denn der jetzt eigentlich, Billy? Ist der bei mir irgendwie rübergegangen oder so? Okay, das ist sehr gut. Das heißt, wir haben Zeit jetzt für den nächsten Prank. Und die nächste Falle wird so lustig, Leute. Ich mache jetzt hier eine richtig coole Falle hin. Genauso wie Billy mich geprankt hat, aber ich werde ihn noch krasser pranken. It's time to shine, Freunde. Schaut mal, ich habe so viel vorbereitet. Wir bauen jetzt erstmal hier vorne ein kleines Loch rein. Zack, zack, zack. Leute, wir haben ungefähr 5 Minuten Zeit. Dann kommt Billy wieder wahrscheinlich. Und dann müssen unsere ganzen Fallen stehen, ja. Und die dürfen auf keinen Fall irgendwie falsch stehen und nicht funktionieren. Die müssen funktionieren, Freunde. Denn wenn die nicht funktionieren, dann haben wir auf jeden Fall das ganze Experiment hier an Billy gescheitert. So, zack. Die erste Falle ist hier schon fast fertig, Leute. Denn das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, Kreativmodus, zack. Boom, let's go, Leute. Ey, das ist sowas von OP. Wir nehmen uns ein paar Spikes. Die Diamantenstacheln, die mag ich am liebsten. Die packen wir hier rein. Und jetzt tun wir das Ganze mit Grasblöcken oben zumachen. So. Und zack. Und jetzt, wenn man hier lang geht, fällt man natürlich runter. Das Ding ist, es ist ein bisschen auffällig. Grasblöcke hier bei Stein ist auffällig. Deswegen benutzen wir lieber Ghostblöcke. Hier vorne haben wir unsere Ghostblöcke. Die platzieren wir, zack, zack, zack. Und jetzt sieht man das halt überhaupt nicht, Leute. Wenn man hier lang geht, fällt man einfach direkt runter in die Stacheln rein. Und dann war es das auch, Leute. Und dann wird man hier aufgepikst. Ich bin gerade im Kreativmodus, deswegen kriege ich keinen Schaden. Aber ein Billy, Leute, wenn er hier einmal runterfällt, das macht so dick Schaden. Das Einzige, was ihn retten könnte, ist seine Elytra, Leute. Aber keine Sorge, deswegen machen wir noch eine weitere Falle hier rein in sein Haus, Leute. Und die nächste Falle, was könnten wir für eine Falle als nächstes machen? Das ist eine gute Frage, Leute. Ich habe eine gute Idee, glaube ich sogar. Wir schnappen uns mal ein paar Druckplatten. So, zack.
und die platzieren wir hier vorne. Stellt euch vor, Billy kommt hier vorne rein, ja? Er kommt hier vorne rein, zack, 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 geht hier entlang. Und hier will ich eine Falle reinbauen, Leute. Die muss richtig lustig sein. Am besten irgendwas, was Billy richtig nerven wird. Wir machen das hier vorne mal ein bisschen weg, Leute. So, hier machen wir auch mal ein bisschen mehr Platz rein. Und jetzt, Leute. Ich glaube, das wird richtig Billy nerven. Hier vorne kommt so eine Falltür hin. Und hier kommen so ein paar Eisentüren hin. Bisschen komisch, Leute. Was, vielleicht wird Billy sich wundern, was die Eisentüren machen. Aber, Leute, diese Falltüren oder diese Eisentüren sind ja aus einem gewissen Grund da. Nämlich, Leute, wenn man hier lang geht, bumm, wird man eingesperrt. Ups, nicht so ganz, Leute, vielleicht. So. Oh ja, das funktioniert sehr gut. Nur noch der hier vorne. Und mal schauen, ob es jetzt funktioniert, Leute. Und ja, wie nice ist das denn, Leute? Man ist hier einfach ab sofort eingesperrt. Ey, das ist sowas von cool. Und Leute, warte mal, bevor man hier noch hochhüpfen kann, dann schaut mal, wenn man hochhüpft, dann kann man hier schnell runter rausrennen, oder? Ja, ja, okay, das funktioniert. Wir müssen hier vorne noch ein, das Dach zu bauen. So, zack. Wir schnappen uns eine Stufe, Leute. Und wir machen das hier zu mit Holz. Boom. Und jetzt kommt man hier auf keinen Fall mehr raus. Guck mal, Leute, es ist unmöglich. Man kommt hier nicht mehr raus. Man ist hier für immer gefangen. Ich habe mich irgendwie rausgepackt. Okay, so, zack. Jetzt müsste es aber nicht mehr funktionieren. Also, sobald man hier einmal reinrennt, kommt man nicht mehr raus. Ey, das ist so lustig, Leute. Wir müssen hier aber rausgehen im Spectator-Modus. So, zack, zack, zack. Zum Glück können wir uns das Ganze hier ercheaten, aber Billy wird hier nicht mehr rauskommen, auch mit seiner Elytra. Das wird ihm nichts mehr bringen. Das heißt, wenn Billy sich irgendwie hier aus dieser Falle rettet, aus diesen Stacheln, hier hochklettert, okay, dann kommt er hier rein, macht die Tür auf, zack, 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 rennt hier entlang und das hier sperrt ihn ein und er kommt dann nie wieder raus, Leute. Das ist sowas von lustig. Aber gehen wir mal davon aus, Billy hat einen Spitzhacke dabei. Dann kann er sich rausbauen. Das ist gar nicht gut. Deswegen müssen wir natürlich noch eine Falle hier ins Haus reinbauen. Und ich würde sagen, Billy hat ja hier vorne irgendwo sein Schwert versteckt, oder? Lass uns das Ganze mal anschauen. Ist hier vorne irgendwo... Nee, hier ist sein Schwert nicht, Leute. Wir müssen sein Schwert finden, weil das macht richtig viel Schaden bestimmt. Er meint, er hat irgendein starkes Schwert hier. Seine Kekse haben wir ihm geklaut. Ey, wir tun ihm die Kekse mal wieder rein, Leute. Dann denkt er, was geht hier ab, Junge? Kurz die Kekse da, kurz wieder weg. Hier ist wirklich ein Haus. Ein Geist in meinem Haus, denkt er sich dann bestimmt. Wo ist hier das Schwert? Oh, hier ist ein Feuerschwert. Alter, das ist ja richtig stark. 8 Schaden macht das. Okay, das ist viel zu OP, Leute. Deswegen müssen wir hier eine Falle reinbauen. Falls Billy versucht, dieses Schwert hier rauszuholen, um mich damit zu erledigen, Leute, dann baue ich hier vorne eine dicke Falle hin. Dafür müssen wir erstmal hier einmal runtergraben. Wir nehmen uns hier vorne den Beobachter. So, zack. Den müssen wir so herumplatzieren. Einen Moment, Leute. Wir machen das hier mal ein bisschen frei. So. So, das hier muss runterschauen, Leute. Dann kommt hier unter diesen roten Punkt ein Redstone. Und ihr schaut mal, was passiert, wenn wir hier vorne, wir gehen hier mal lang, so, zack, 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 die Kiste hier öffnen, Leute. Boom. Dann aktiviert sich das Redstone. Habt ihr das gesehen? Oh ja, das sieht man ganz kurz, Leute. Das ist sehr gut. Leute, das ist eine richtig coole Falle. Schaut, das könnt ihr euren Freunden auch stellen. Die Falle, die ist super lustig. So, zack, zack, zack. Das machen wir hier einmal weg. Dann platzieren wir hier vorne noch 2 Kolben. Und dann müssen an die Kolben, so, 2 Redstone-Blöcke. Aber einen Moment mal, wir müssen die Kolben anders herum platzieren. So, einmal hier und einmal hier Redstone-Blöcke hin. Zack, zack, zack. Und jetzt kommen hier vorne die Werfer hin, die wir brauchen, Leute, für unsere Falle. Einmal dahin und einmal hier hin. So, und jetzt tun wir hier vorne in die Werfer Lava rein. Oh ja. Das ist super gefährlich, Leute, aber wir müssen es tun. Wir müssen hier vorne alles nochmal zubauen. Zack, zack, zack. Und jetzt müssen wir die Werfer auch irgendwie tarnen, Leute. Deswegen, ich zeige euch erstmal, was passiert. Wir nehmen uns mal hier schnell solche Teppiche. Braunteppich, das ist ja Billys Lieblingsteppich. Der soll ja nicht auf, ihm soll nicht auffallen, dass ich hier irgendwie war. Leute, wenn wir jetzt hier vorne dieses Fass öffnen, dann wird was Sterilnis passieren. Ihr seht ja, hier vorne das Redstone wird aktiviert, dann werden die Kolben aktiviert und dann wird es hier vorne aktiviert. Und Freunde, mal schauen, ob es auch funktioniert. 3, 2, 1 und... Wow, die Lava ist rausgekommen. Alter, was? Oh nein. Ah, weg mit der Lava. Freunde, aber wenn man das Fass nochmal öffnet, habt ihr gesehen, kann man die Lava wieder reinziehen sozusagen. Guck mal hier, zack, raus und wieder rein. Boom. Aber die Lava hier vorne ist irgendwie nicht rausgekommen, Leute. Was ist denn da passiert? Ah, da habe ich den Block nicht weggemacht. Sehr gut. Aber wie auch immer, Leute, wenn Billy hier lang geht und das Ganze hier nicht sieht, dann wird die Lava ihn einfach verbrennen, Freunde. Und genau das wollen wir auch haben. Hahaha. Funktioniert das auch mit Teppichen? Mal schauen und... Oh ja, das funktioniert mit Teppichen, Leute. Und weg damit. So, zack. Hier kommt brauner Teppichen. Und jetzt haben wir hier richtig coole Fallen platziert, Leute. Und das gefällt mir mega gut, Leute. Denn die Fallen funktionieren. Alles funktioniert. Und Billy wird gleich richtig hops genommen. Aber Leute, das ist natürlich noch nicht alles. Wir übertreiben es komplett. Wo ist die zweite Etage? Hier vorne ist die zweite Etage. Falls Billy irgendwie versucht hochzukommen, okay, Leute? Werden wir hier vorne noch eine Falle platzieren. Denn ich weiß, dass Billy über alles Smaragde auch liebt, Leute. Er liebt Smaragde, Leute. Das wusst ihr nicht.
aber er liebt die irgendwie, ich weiß nicht warum, aber er braucht die halt, um mit Villagern, er will irgendwie immer dieses Pupsi von Villagern kaufen mit Smaragden, ganz, ganz komisch, Leute, ich verstehe das auch nicht so ganz, aber wir werden das hier vorne mal platzieren, zack, bumm, und das Ding ist, Leute, das kann, wenn man den berührt, dann fliegt alles in die Luft und das wird so lustig, Leute. Junge, Billy kann sich auf was gefasst, Mann. Erstmal da vorne fällt er in die Stachel, dann wird er hier gefangen genommen und dann, falls er es noch immer nicht geschafft hat und dann sich rächen will, ein Schwert da rausholt, wird er verbrannt, Leute, weil es noch immer überlebt hat, dann muss er hier hoch und dann wird hier alles in die Luft springen, weil das ist hier ein Smaragd, der getarnt ist, ein Smaragd, aber in Wahrheit eine Mine ist, eine Smaragd-Mine. Okay, dann würde ich sagen, lass uns hier ganz schnell raus, Leute, aus dem Haus, denn, Leute, wir dürfen kein Verdacht schöpfen für Billy, Leute. Er kommt gleich wieder zurück und dann müssen wir auf jeden Fall hier schnell raus, Leute. Ich bin gerade in meine eigene Falle reingefallen. Zum Glück bin ich im Kreativmodus. Und ich glaube, hört ihr das? Ich glaube, Billy kommt wieder. Ich glaube, Billy kommt eiskalt wieder. Oh nein. Wo ist der? Freunde, der ist da irgendwo. Ja, zack, zack, zack. Jetzt reicht's mir komplett, Alter. Ukri ist einfach nicht in sein Haus. Nein, Leute, wir brauchen schnell den Schlüssel. Zack, zack, zack. Und jetzt machen wir das hier vorne wieder zu und boom und schnell rein da. So, Alter, Leute. Okay, jetzt erstmal wieder nach Hause. Okay, ganz leise, Freunde, ganz leise. Ey, Leute, ich will Billy unbedingt beobachten. Deswegen, ich habe eine gute Idee. Leute, lasst alle schnell ein Like da und ein Abo. Hashtag Team Diamanten in die Kommentare, falls wir die beste Community aller Zeiten haben. Leute, ganz ehrlich. Junge, Hashtag Team Pupsi, auf keinen Fall. Leute, alle Hashtag Team Diamanten in die Kommentare. Und let's go, Freunde. Ich brauche eure Hilfe jetzt. Let's go, Freunde. Schaut mal, was wir bekommen haben. Einfach den Unsichtbarkeitsschal, den ziehen wir sofort an. Zack, und jetzt sind wir komplett unsichtbar. Billy sieht uns überhaupt nicht mehr. Jetzt gehen wir hier schnell hoch. Wir müssen das Ganze hier natürlich öffnen, Leute. So, Freunde, aufgemacht. Und jetzt schnell hier raus. Das können wir auch direkt wieder zumachen. So, let's go, ey, Leute. Das ist so ein cooles Versteck, ganz ehrlich. Und jetzt, Leute, werden wir Billy überraschen. Also, eigentlich, da vorne ist er. Okay, wir sind unsichtbar, wir beobachten jetzt. Ey, das wird so lustig. Und zack, zack, zack. Ach so, jetzt bin ich endlich zu Hause und ich werde sowas von Ukri finden. Ukri kann sich nicht verstecken. Ich weiß, dass er es gewesen war. Leute, wenn er wüsste, wo Ukri ist. Ukri steht genau neben ihm, Leute. Schaut euch das an. Ich bin genau neben ihm und er sieht mich einfach nicht. Oh. Ich schub's ihn mal und... Ja, von wo kam das denn? Alter, seit wann ist der Wind heute so stark? Sowas gab es noch nie. Billy dachte, das war der Wind, Junge, Leute. Das war ich das einfach. Krass, Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, warte. Wir schauen mal etwas weiter von oben. Vielleicht ist da ja Ukri. Oh nein, Leute. Wir müssen irgendwie Billy dazu bringen, dass er ins Haus reingeht. Weil dann, Leute, wird er auf meine ganzen Fallen reinfallen. Aber da, er darf nicht da oben hingehen. Da habe ich überhaupt keine Falle platziert. Und er wird mich eh nicht finden von dort oben. Wir verfolgen ihn mal ein bisschen, Leute. So, zack, schnell hinterher. Mal schauen, was Billy als nächstes vorhat. Ukri sagt immer, dass er einen Crush auf Nelly hat, aber Nelly ist meins. Der soll sich da zurückhalten. Oh, was? Warte, was? Wann habe ich denn sowas bitte sehr gesagt? Und Leute, wie kommt Billy bitte sehr darauf? Ist Billy etwa neidisch auf mich? Oder, Leute, ich glaube, Billy ist einfach neidisch darauf, dass Nelly mich mehr mag als ihn. Wo bist du? Leute, ich schubse jetzt Billy hier runter vom Berg und runter mit ihm. Wer war das? Billy wird mich niemals entdecken. Ich bin einfach komplett unsichtbar. Das ist so lustig. Ich gehe in mein Haus und hole mir jetzt mein Schwert. Oh ja, das ist eine gute Idee, Billy. Denn dann wirst du auf meine ganzen Fallen rein. Leute, rein. Ukri, so Halbzeit. Und let's go, Reiner. In meine Falle rein. Was macht die da drin, Leute? Das ist aber... Wer war denn das, bitteschön? Leute, Billy hat es einfach rausgeschafft. Was? Ey, ich dachte, die Falle erlegt ihn schon. Oh nein, das ist gar nicht gut. Was ist das denn? Wer war das? Wer war das? Oh nein. Wer hat es gemacht? Schade, Freunde. Ich dachte, ich krieg Billy schon ausgeschaltet mit der ersten Falle. Aber wenn es damit nicht funktioniert hat, dann zumindest mit der nächsten Falle, Leute. Hoffentlich. Oh, jemand will sich wohl abhalten, dass ich... Billy ist einfach eiskalt komplett drauf reingefallen. Ich brauche mein Schwert, ich werde dich killen. Ukri, du bist das bestimmt. Ukri, hör auf, ist nicht Billy, raus. Billy ist gefangen und der kommt da nie wieder raus und er wollte gerade sein Schwert rausholen. Ey, Freunde, Billy kommt da nie wieder raus, let's go. Mein Plan ist... Oh nein. Aber das gib mir die Toilette. Alter, was macht Billy dort vorne? Alter, Leute, was lebt da Billy auf, Junge? Hört ihr das? Junge, Billy dreht durch. Alter, warte mal, was? So, das war einfach, Alter. Billy hat einfach die Tür hier aufgefuhrt, ist alles aufgepupst. Oh nein. So, jetzt hole ich mein Schwert, aber erstmal muss ich kurz gucken, ob hier vielleicht noch meine Rüstung ist. Nee, hier nicht. Dann im Ofen. Nee, warte mal. Wo war nochmal meine Rüstung? Leute, ja! Let's go, es hat funktioniert! Ja! Oh ja, Billy, jetzt wird's.
Und er ist zurück in die andere Falle. Freunde, damit haben wir Billy einfach komplett hops genommen. Junge, habt ihr das gesehen? Der ist einfach... Alter, schnell hier raus. Ich bin gerade fast selber in meine eigene Falle reingefallen. Also das war's komplett. So, den Schal können wir hier auch wieder ausziehen, Freunde. Wir haben Billy so hops genommen, ganz ehrlich. Er ist rein da rein, er wollte ein Schwert da rausholen, Leute. Und dann wisst ihr ja, was passiert ist. Die Lava ist aktiviert worden. Oh ja, die kann man hier auch wieder deaktivieren. Ey, das ist so eine coole Falle. Könnt ihr auch euren Freunden stellen. Und dann ist er hier nochmal reingerannt. Komplett hops genommen, Leute, an der Stelle. Aber warte mal, eine Falle ist doch noch dort oben. Wo ist denn jetzt Billy hin, Leute? Ist er jetzt respawned beim Bett vielleicht? Oh. Vielleicht ist er beim Bett respawned. Warte mal, ich schau mal. Wo ist der? Warte mal. Respawn! Billy ist respawned beim Bett, Leute. Okay, warte mal, das ist sehr gut. Da vorne ist ja der Spark. So, war da gerade was? Oh nein, er hat mich fast gesehen, Leute. Ich muss aufpassen. Da war doch bestimmt was. Ach, egal. Wer hat mir hier alles falsch gestellt? Diese ganzen Fallen, Mann. Oh ja, Leute. Billy fragt sich, wer die Fallen gestellt hat. Das war ich natürlich. Und jetzt, Leute, geht zu Finalfalle. Dann platziere ich Smaragde hier. Oh ja, oh ja, oh ja, Leute. Wenn Billy diesen Smaragd berührt, Leute, dann geht's ab. Dann dreht's richtig ab, Freunde. Was wird jetzt passieren? Mal ab. Oh nein, wenn er jetzt abbaut, Leute. Das war's komplett. Das war's komplett, Leute. Oh nein, schnell hier weg. Schnell hier weg. Damit kann ich mir 10 neue Häuser kaufen. Oh nein, abbauen, Freunde. Wow, Billy, hopps. Hurri, ciao, ciao, Billy. Tschüss. Ciao, ciao. Leute, lasst ein Like da und ein Abo. Ich hab Billy komplett hops genommen. Mit meinem geheimen Gang, Leute. Der wird mich niemals finden. Let's go. Ciao, ciao, Billy. Wow. Und jetzt, Freunde, verstecken wir schnell in unserem geheimen Gang. So, zack, hier findet mich Billy niemals. Und schnell zumachen, Leute. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin reingegangen. Oh, Freunde, ich bin hier jetzt auf jeden Fall sicher jetzt erstmal. Leute, wie gesagt, aktiviert die Glocke. Nicht vergessen, das ist super wichtig, die Glocke aktivieren. Falls ihr das auch lustig fandet, dann schreibt jetzt alle Hashtag TeamBlau in die Kommentare oder Hashtag Klick, falls ihr bis hierhin geschaut habt. Und jetzt würde ich sagen, drückt auf die nächste Folge. Billy, Folge, draufdrücken. Oh nein. Oh nein. Weg hier, Folge drücken.